Boah, ist das verwinkelt. Obst. Obst. Ich bin schon sehr auf den Ausblick gespannt morgen. Wow. Jetzt mache ich mal auf Weitwinkel. Geiles Zimmer. Balkon im 43. Stock. Oder so hoch überhaupt. Kriegst du es hin? Okay, das ist eine verdammt hohe Brüstung, aber da brauchst du hier auch. Wow. Boah, das ist schon echt ein bisschen unangenehm, da runter zu schauen. Ja, wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt auf morgen früh. Ja, ich auch, aber ich glaube, so belichtet ist es auch nochmal was anderes. Es ist schon wirklich spektakulär. Aber selbst hier wird hier ein bisschen komisch, weil es echt hoch ist. Yeah.
Freunde der Sonne. Sorry? Over there, 4311. Ich muss mal kurz Bier bestellen. Also, wir haben es jetzt 2:30. Ich würde sagen, wir haben so 31, 32 Grad heute. Also, es ist schon sehr warm. Und ich möchte euch jetzt mal gerne unseren Lieblingsplatz hier zeigen am Pool. Also, das ist der Pool. Ne? Das ist schon ganz schön. Da vorne ist der Strand. Moment. Dort. Aber wir haben hier so ein Lieblingsplätzchen, Ela und ich. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ein Geheimplatz sozusagen. Für die besonderen Gäste. Hier ist der Strand. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hela sitzt da mit ein paar anderen Gästen, die wir hier kennengelernt haben. Sehr nette Leute. So, und hier hat man so seinen, ich sag mal, etwas privateren Bereich. Hier ist es auch etwas ruhiger. Schon ein paar Tage hier. Das ist jetzt unser 7. Tag hier im Grand Hyatt in Abu Dhabi und so ganz allmählich kann ich mir auch ein Urteil bilden. Ja, ich stehe hier gerade an der Poolanlage. Also hier gibt es ja Cabanas und hier vorne sind dann die Liegen. Hier, dort gibt es auch einen kleinen Strand. Also das ist ja quasi die Rückseite von dem Hotel. Es gibt auch einen großen Strand hier ganz in der Nähe von dem Hotel zur Vorderseite hin. Eine sehr, sehr lange Strandpromenade. Wirklich ein sehr schöner Strand, wo man auch sehr schön spazieren kann. Was gibt es denn zu erzählen über das Hotel? Also, mir gefällt das Hotel sehr, sehr gut. Architektonisch ist das ein kleines Meisterwerk. Also das Gebäude selbst ist eine Wucht von drin. Es ist super stylisch, sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet. Tolle Materialien. Servicemäßig sind die natürlich hier auch echt wirklich super aufgestellt. Wie fast immer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also da gibt es nichts zu meckern. Mein Problem ist einfach, dass das Hotel sehr, ja, es ist sehr voll und wie das hier halt auch häufig so ist, es sind viele Familien, viele kleine Kinder. Nochmal, ich habe überhaupt kein Problem mit Kindern. Es ist halt nur, wenn man das Gefühl hat, dass alle Kinder dieser Welt zusammenkommen. Und ihr seht ja, die Poolanlage ist nicht besonders groß. Ja, dann wird es schon manchmal echt schwierig, ne? Alleine schon vom Geräuschpegel her. Und das, ja, das ist schon wirklich, das verursacht wirklich Stress. Vielleicht liegt es einfach an der Zeit.
Ramadan ist gerade vorbei. Von der Fülle her ist es halt ein Problem. Ne? Man muss sich schon beim Frühstück überlegen, bekomme ich eine Liege ab? Und ja, das verursacht halt Stress. Ne? Das müsste halt anders geklärt oder geregelt werden so ein bisschen. Man bräuchte hier vielleicht so eine Familienzone oder so eine Kinderzone. Oder vielleicht müssten sie auch das Kinderbecken so ein bisschen großzügig gestalten. Das hier ist ja eigentlich das Kinderbecken. Wie ihr seht, ist da gar kein Kind drin. Die sind alle in dem Pool hier. Zweites Problem. Wir wohnen im 43. Stock. Und es ist nicht gerade leicht mit dem Lift ja, hier runterzukommen. Ne? Zum Beispiel morgens beim Frühstück, wenn alle unterwegs sind. Ja, gut, jammern auf hohem Niveau. Ansonsten gefällt mir das Ganze hier sehr gut. Die Lage ist auch wirklich sehr gut. Hier ist eine große Mall in der Nähe. Optisch ist auch unser Zimmer der Wahnsinn. Achso, eine Sache muss ich noch wirklich positiv erwähnen. Wir waren ja schon in sehr vielen Hyatts und auch in sehr vielen Hotelclubs. Aber der Hotelclub hier ist eine Bombe. Wahnsinn. Also was da geboten wird an Getränken und Essen, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und außerdem ist der Club auch sehr schön designed. So, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich habe genug gesabbelt und jetzt springe ich hier in den Pool. Weil es heute echt schwül warm ist, gehen wir uns jetzt abkühlen und ein bisschen shoppen. Nicht der Louvre in Paris, sondern der Louvre in Abu Dhabi. Ja, die Anders Hotels gehören auch zur Hyatt-Gruppe. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen verspielt sind. Die haben Club-Charakter, aber es ist sehr luxuriös, also auf dem höchsten Niveau. Ja, sehr künstlerisch. Jedes Anders Hotel ist anders. Und dieses Gebäude hier steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde.